Letzte Woche Sankt Martin. Kaum ein Heiligenfest ist im Brauchtum so stark verankert. Und kaum ein Ereignis im Kirchenjahr hat eine so klare inhaltliche Dimension. Die Kinder mit ihren Liedern und Laternen bringen eine Erinnerung auf die Straße. Da hat einer, gut gewärmt durch seinen Soldatenmantel, mit einem in der Kälte frierenden Menschen geteilt. Getaufte lassen sich von Menschen in Not berühren. Wer Christus nachfolgt, zeigt Herz. Sich bedürftigen Menschen zuwenden und greifbare Hilfe geben, das gehört zum innersten Kern christlichen Glaubens. Papst Franziskus, der vor einer Kultur der Gleichgültigkeit warnt, hat das heilige Jahr 2015-2016 Jahr der Barmherzigkeit genannt. Und Jesus Christus, das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Auf Radtouren, vielmehr an der Grenze zwischen Meerbusch und Krefeld, dieses Wegekreuz auf. St. Sebastianus Schützen haben es 1981 wiedererrichtet. Was sie wohl bewegt hat, es mit diesem vornehmen Namen Gottes zu beschriften. Barmherzigkeit. Mich macht das wach und aufmerksam. So wie auch der heilige Martin mir ins Bewusstsein ruft, teilen ist mehr als Almosen geben. So gibt sich auch die Altstadt Armenküche, in der ich mich seit 30 Jahren engagiere, nicht mit einem leckeren Mittagessen zufrieden. Sie stellt die Würde ihrer Gäste in den Mittelpunkt und greift ihre vielfältigen Nöte auch als Lobby auf. Denn das Gegenteil von Armut ist nicht Reichtum. Das Gegenteil von Armut ist Gerechtigkeit. Unter den sogenannten Kardinaltugenden ist sie die höchste. Christlicher Glaube kann sich mit dem Status quo nicht zufrieden geben, weil er die konkreten Menschen und ihre Lebenslagen sieht. Am kommenden Samstagnachmittag spielt Frank Volke in der Dominikanerkirche St. Andreas ein Konzert. Für alle, die sich in und für die Altstadt Armenküche engagieren. Meine Gedanken sind dann voller Dankbarkeit. So viele Menschen, die das mit ihrer Zeit und Arbeitskraft und finanziellen Unterstützung ermöglichen. Für sie alle ist Teilen nicht nur ein schönes Wort. Ihr Beispiel macht mir Mut für mein Leben.